warum das Äquivalenzprinzip den Traum für eine Grundrente zunichte machen kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Äquivalenzprinzip gibt es in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, zum Beispiel im Vertragsrecht zum BGB. Da gibt es ja den Grundsatz, gibst du mir etwas, so gebe ich dir etwas. Oder im Versicherungsrecht sagt die Versicherung, ich zahle dir eine Leistung aus, wenn du mir dafür eine monatliche Prämie für ein versichertes Risiko bezahlst. Und in der Rentenversicherung gilt das Prinzip, dass die gesetzliche Rente nur dann ausgezahlt wird, wenn ich gesetzliche oder wenn ich Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt habe. Also auch eine Gegenleistung für meine Rente. Das Äquivalenzprinzip in der Rente sagt aber auch noch was anderes. Du bekommst nur dann eine hohe Rente, wenn du viele hohe Beiträge eingezahlt hast. Hast du nichts eingezahlt, bekommst du halt keine Rente oder hast du wenig eingezahlt, bekommst du nur eine kleine Rente. Aber es gibt auch Durchbrechungen dieses Prinzips, wie zum Beispiel bei der Mütterrente oder der Zurechnungszeit für eine Erwerbsminderungsrente oder die rentenrechtliche Bewertung für beitragsfreie Zeiten. Da zahlt der Staat sozusagen Rentenleistung ohne Gegenleistung, also ohne dass ich eigene Beiträge gezahlt habe. Die Grundrente, über die wir aktuell immer noch streiten, wäre im Prinzip auch ein Verstoß gegen das Äquivalenzprinzip. Denn ich als Grundrentenanspruchnehmer habe ja gar keine Beiträge für die Aufstockung eingezahlt. Aber die Grundrente verfolgt ja letzten Endes ein ganz anderes Ziel. Denn sie will Altersarmut verhindern und auch die Lebensleistung des Versicherten anerkennen. Denn wenn man sich die Änderungen der Lebenswelten, der Arbeitswelten in den letzten 20 Jahren mal anschaut, kann man erkennen, dass viele Millionen Menschen aus Gründen, die sie nicht verursacht haben, wenig in die Rentenkasse einzahlen konnten. Ja, denken wir bitte an die Arbeitslosenquote in den ostdeutschen Ländern oder auch den massiven Ausbau von Teilzeit- und Befristungsmarkt und so weiter und so fort. Geht man vom Ursprung dieses Äquivalenzprinzips aus, würde es heißen, mein Lieber, du hast Pech gehabt, du hast wenig eingezahlt, also kriegst du auch keine Rente und auch keine Grundrente. Dass diese Sichtweise heute und auch für die Zukunft nicht mehr funktionieren kann, zeigen ja warnende Hände. Die Altersarmut wird mit den Babyboomern noch deutlich zunehmen. Die Politik hat in den letzten 30 Jahren im Wesentlichen nichts für eine Systemänderung in der gesetzlichen Rente getan. Deshalb wäre die Grundrente, sie gibt es im Übrigen auch schon in anderen Ländern, eine Durchbrechung des Äquivalenzprinzips und zwar aus ganz gutem Grund. Viele wertkonservative Kräfte und liberale Wirtschaftsdenker sind ja letzten Endes gegen die Grundrente. Das merken wir ja auch anhand der laufenden Diskussion, wie schwer sich die CDU, CSU tut, hier die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung mit der SPD abzuschließen. Es wäre natürlich ein verheerendes Signal an die Bürgerinnen und Bürger, die viel gearbeitet haben für dieses Land, wenn die Grundrente nur alleine wegen dem Äquivalenzprinzip verhindert werden würde. Aber ich kann diesen Verhinderern letzten Endes sagen, wir haben ja schon im Rentenrecht de facto eine Grundrente. Schauen Sie sich bitte mal den Paragraphen 262 SGB an. Da gibt es nämlich die Mindestentgeltpunkte bei geringfügiger Beschäftigung. Alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben sich die Grundrente verdient durch fleißige Arbeit und Wohlstandsmehrung. Näheres zum Thema Äquivalenzprinzip finden Sie in unserem Renten-ABC. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.